Grüezi miteinander, herzlich willkommen. Ich möchte heute euch das Tool AutoOrto zeigen, wie man das installiert, auf was man achten muss. Ein besonderer Gruß geht an Lars und an Andrin, für die ist dieses Video, oder respektive die haben danach gefragt und natürlich dieses Video auch für euch alle. Das Tool von Kubilus ist Open Source und kostenlos und macht, wie gesagt, einen Stream von Satellitendaten in euren X-Plane 11 oder X-Plane 12, ähnlich wie beim FS 2020. Es funktioniert sehr gut. Die Voraussetzungen sind aber da, dass ihr ein funktionierendes X-Plane 11.5 habt, mindestens, also aufwärts, eine sehr gute CPU und eine gute Bandbreite, wie auch genug VRAM. Ich sage jetzt mal, ab 8 GB auf der Grafikkarte, dann solltet ihr schon dabei sein. Auf diesen Seiten könnt ihr dieses Tool herunterladen. Einerseits hier auf den, dieses GitHub. Da könnt ihr das einfach hier auf den Release herunterladen, auf der rechten Seite unter Releases. Dann habt ihr diese Möglichkeiten, diese drei, also eine ZIP-Datei für Windows und für Linux. Oder es gibt halt seine eigene Seite mit dem Quickstart-Tutorial, wo auch erklärt wird, was man alles braucht. Einmal für die Linux-Version und einmal für die Windows-Version. Was wir heute machen, ist Windows. Wir haben keinen Linux und dementsprechend zeige ich euch jetzt, wie gesagt, die Installation. Weitere Voraussetzung dafür ist eben ein 64-Bit Windows 10 Plus, also Windows 10 oder Windows 11. Ihr müsst das Dokkan installiert haben. Dokkan ist ein virtuelles Filesystem. Es generiert ein virtuelles Filesystem auf eurem Windows. Das ist Pflicht und sonst funktioniert das nicht richtig. Und danach müsst ihr zwei Installationsordner haben, beziehungsweise zwei Installationsablageorte. Ich habe zwei M.2 SSDs, also ziemlich schnell. Das ist auch wichtig übrigens, dass ihr diese Orto-Caches auf einer schnellen SSD habt. Ich würde sie nicht auf einer mechanischen Platte hinunter streamen lassen oder speichern, einfach aus Geschwindigkeitsgründen, weil es kann dann schon sein, dass da bei euch das sonst ruckelt, wenn ihr das auf einer mechanischen Platte habt. Einerseits das Programm selbst. Hier habe ich das mal auf meinem D, das ist eben meine SIM-Platte. Unter Games habe ich da Programs gemacht und da gibt es einfach einen Ordner AutoOrto. Dann habe ich hier diese AutoOrto.winexe heruntergeladen. Ich habe sie mit einer Verknüpfung verbunden an meinem Startordner. Und andererseits braucht ihr noch ein sogenanntes Cache-Ordner. Der ist auch auf eine andere M.2 SSD-Platte unter meinem Benutzernamen, weil ich das so jetzt konfiguriert habe. Ich möchte das Programm nicht mit Adminrechten starten, daher ab in das Profil. Hier hat es zum Beispiel, das macht es dann automatisch bei der Installation, dieses .auto-orto-data und hier unten gibt es noch diese .auto-orto, das ist die Einstellungsdatei. Eben als Voraussetzung braucht ihr dieses Dekan-Filesystem oder dieses virtuelle Filesystem, damit das läuft. Der Autor hat da lieberweise, das ist nicht Dokkan, sorry, Dokkan hier verlinkt. You have to set up and configure Dokkan. Das könnt ihr einfach hier aufrufen. Das geht dann auch auf eine GitHub-Seite vom Dokkan-Developers. Und hier müsst ihr eigentlich nur dieses Dokkan-Setup.exe herunterladen. Und nach dem Download einfach das Dokkan-Setup aufrufen und bevor ihr überhaupt das AutoOrto irgendwo installiert, hier das zuerst mal aufstarten bzw. installieren. Hier kommt das Dokkan Library Setup Bundle 2061 und da müsst ihr einfach anklicken. Es ist auch hier dieses einfach die Euler. Sage ich jetzt mal hier dann mal auf Install klicken
und es installiert das Dokkan Library auf eure C-Platte und der C-Programme standardmäßig. Wie gesagt, das ist notwendig für ein virtuelles Filesystem. Es generiert ein virtuelles Filesystem für AutoOrto. Und danach ist eigentlich AutoOrto bereits ready für den Start. Wie gesagt, AutoOrto underline winexe speichert das, diese exe-Datei, nicht unbedingt unter C-Programme, sondern macht ein eigenes Programmfile, entweder in eurem Profil oder in eurer, auf eurer D-Platte, irgendwo, ist, wo es eigentlich schnell ist, weil es muss nicht als Admin oder als Administrator ausgeführt werden, unbedingt. Wenn es aber unter C-Programme installiert wird, dann verlangt er, dass jedes Mal das halt als Administrator aufgestartet wird. Und das ist dann, ja, nicht immer gewünscht bezüglich der Sicherheit. Ja, ihr könnt jetzt diese Excel-Datei natürlich verknüpfen mit einer normalen Verknüpfung. Hier habe ich das. Ich habe das hier mal bei mir im Windows 11 gemacht. Hier einfach AutoOrto und einfach mal reinklicken. Und es startet hier diese Bash-Zeilen-Konfiguration. Und hier ist dieses Setup drin. Da gibt es sehr wenige Einstellungen zu tun. Eben einerseits den X-Plane Scenery Directory. Das ist bei mir unter D Games X-Plane 12 Custom Scenery. Also ihr müsst diese Custom Scenery hier angeben. Und hier die Image Cache Dir. Das wäre jetzt bei mir unter Users Claudio.autoorto-data Cache. Ich würde das auch so ins Profil hineinnehmen. Dann Always Show Config Menü, das heißt, wenn ihr startet, kommt immer noch diese Konfiguration. Hier könnt ihr noch auswählen, falls ihr diese Mappen, diese Satellitenbilder überschreiben wollt mit Bing, NAIP, ARC, EOX, USGS oder Firefly Daten. Ich lasse es einfach Standard. Und dann gibt es oben diese Scenery Tab. Und wenn ihr das erste Mal das aufruft, dann muss er natürlich gewisse Daten vorausladen oder ihr müsst das vorausladen. Es gibt ein ganzes Set für alle 5 Kontinente, wollte ich sagen. Also es sind eigentlich 6 Einstellungen, Nordamerika, Südamerika, Europa, Afrika, Asien und Australien. Ihr seht auch hier die Anzahl Gigabyte oder die Anzahl Speicherplatz, den ihr verbraucht. Also ihr braucht schon ein bisschen freien Speicher natürlich auf den Festplatten, damit das auch da noch, ja, einfach genug Platz braucht ihr dann. Da könnt ihr einfach mal auf Install klicken. Wenn wir das dann machen, dann dauert das natürlich eine Weile. Das kommt jetzt sehr darauf an, wie groß eure Bandbreite, eure Internetleitung ist. Ich habe das jetzt bei mir ein bisschen vorbereitet. Wenn ihr das dann fertig hier über den Setup erstellt habt, könnt ihr auf Save klicken. Und dann wäre das eigentlich soweit gespeichert. Nachdem ihr es heruntergeladen habt, habt ihr hier selbstverständlich keine Buttons mehr zum Installieren. Alles ist da und ihr seht da unten auch, dass hier diese NA ist up to date, SA ist up to date, also South America, Europe ist up to date und so weiter. Alles ist aktuell. Also dieses Tool prüft auch, ob eure Orthodaten aktuell sind. Es gibt dann immer wieder Updates, die die Autoren hier veröffentlichen. Und dann könnt ihr auch hier dann wieder über die entsprechenden Buttons eure Ordner oder eure Vorortos, sage ich jetzt mal, neu herunterladen. Es erstellt im X-Plane 12 Ordner natürlich jetzt verschiedene Ordner. Unter Custom Scenery findet ihr jetzt eine Vielzahl an Unterordner. Einerseits die Y-Auto-Orto-Overlay, also das sind die Overlay-Daten. Dann die ganz vielen verschiedenen Kacheln. Und das ist wichtig zu sagen, dass das nicht einzelne Kacheln sind, sondern es sind Gebiete mit mehreren Kacheln drin. Die könnt ihr auch deaktivieren oder wieder aktivieren, aber es sind nicht einzelne Kacheln, sondern wie gesagt Gebiete. Es gibt hier auch einen Z-Auto-Ordner und Auto-Orto-Ordner, Entschuldigung. Und
den müsst ihr disablen in der Scenery Ini oder in der Scenery Packs Ini. Jetzt wird es natürlich ein bisschen kompliziert, weil wir diese gewissen Orthos natürlich kompatibel machen müssen mit anderen Third-Party-Produkten und mit anderen Szenerien. Wir verwenden hier zum Beispiel das Simhaven X-World und das funktioniert sehr gut mit Auto-Ortho, nur wir müssen das natürlich ein bisschen von der Reihenfolge korrigieren. Einerseits können wir das manuell hier machen über Scenery Packs, zum Beispiel mit einem Notepad++. Aber das wird ziemlich eine, sag's mal, Marathonaufgabe. Wichtig ist halt grundsätzlich, dass hier diese Orthos ganz weit unten sind in der Datei und gewisse Sachen wie dieses Z-Auto-Ortho müssen disabled sein, wie schon gesagt. Die müssen einfach disabled sein. Ich mache das hier noch ein bisschen größer, damit ihr das seht. Die müssen auf jeden Fall deaktiviert sein. Und bevor überhaupt auch Probleme oder auch kompatibel sein können mit den anderen, sage ich jetzt mal, mit anderen Mesh-Daten, muss einfach die Reihenfolge stimmen. Also die Auto-Orthos gehören einfach ganz nach unten. Eine bessere visuelle Darstellung bietet natürlich das Payware-Produkt X-Organizer. Das zeige ich jetzt halt hier mal. Und da kann man zum Beispiel relativ gut diese einzelnen Sachen deaktivieren. Ich habe es jetzt einfach ganz nach unten gestellt. Hier mal diese, was alles Fehler verursacht, gehört bei mir ganz nach unten oder es macht das Tool automatisch ganz nach unten. Die werden hier zum Beispiel, das sind Payware-Produkte oder Szenerie-Produkte, Additions, die werden einfach deaktiviert und hier kommt das Z-Auto-Ortho. Der Inhalt sind Dokumentationen, also da gibt es noch Texturen und JSON-Dateien, aber besser sind keine Dokumentationen, sondern einfach Konfigurationen. Das braucht ihr hier aber nicht zu aktivieren. Das muss einfach, gehört zum Custom Scenery, muss aber von X-Blend nicht geladen werden. Dann kommen die Meshes. Da habe ich selbst einen Ordner Auto-Ortho erstellt und wie gesagt, die gehören alle nach unten. Dann in Zusammenarbeit mit X-Europe oder X-World ist es wichtig, dass ihr das Overlay von Auto-Ortho ausschaltet, damit das nicht, damit ihr zum Beispiel nicht doppelte Straßenanzeigen habt. Das wird zum Teil sowieso überschrieben, aber das müsst ihr, wenn ihr X-World im Einsatz habt, müsst ihr die Overlay von Auto-Ortho natürlich nicht aktivieren. Also auch die gehören deaktiviert. Wenn ihr jetzt hier zum Beispiel die von Simhaven habt, dann gehören die von Simhaven einfach eine Ebene weiter nach oben und dann natürlich die Szenerie-Overlays und hier ganz oben kommt dann halt einfach unter Non-Airport Scenery Global jetzt hier im X-Organizer kommen dann die Simhaven X-World Einstellungen. Wie gesagt, wichtig die Reihenfolge von den Overlays. X-World gehört ganz nach oben. Wenn ihr X-World nicht habt, dann könnt ihr natürlich die Auto-Ortho-Overlays aktivieren. Ja, und so weiter. Dann einfach mal schließen und abspeichern lassen. Und bevor ihr jetzt X-Plane startet, müsst ihr natürlich das Programm laufen lassen. Das macht ihr, indem ihr einfach auf Run klickt. Jetzt ist es so, dass es beim ersten Mal oder weil ihr das Programm nicht als Administrator gestartet habt, kommt hier natürlich dann die Meldung, dass die Windows Firewall oder Windows Defender Firewall den Zugriff blockiert und das könnt ihr natürlich oder müsst ihr natürlich auf Zugriff zulassen klicken, damit das dann auch funktioniert. Das stört mich nicht, ich lasse es eben nicht als Admin laufen. Ich sage halt jedes Mal Zugriff zugelassen und jetzt ist das Programm hier, das Fenster ist jetzt am Laufen, das dürft ihr nicht schließen.
das muss im Hintergrund weiterlaufen und ihr seht auch da, funktioniert da schon irgendwas im Hintergrund. Und wenn alles geklappt hat, sollte dann alles funktionieren. Es dürften auch keine Fehlermeldungen erscheinen oben rechts auf X-Plane. Das da oben, das ist jetzt einfach, weil ich das Segelflugzeug aktiviert habe und mit dem gestartet bin. Und das müsste dann einfach so ausschauen. Wir wählen unser Flugzeug an. Und das müsste dann überall weltweit ein bisschen so ein bisschen Ortos haben. Hier haben wir jetzt ein schönes Beispiel von Sylt und wir sehen jetzt auch hier ein gewisses Post-Processing, was stattfindet. Diese Quadrate verschwinden dann mit der Zeit. Ja, ihr seht es jetzt gerade. Und Auto-Orto funktioniert eben dann relativ gut. Ja, jetzt auch hier sind sie verschwunden. Ich glaube, es ist einfach im Rahmen vom Post-Processing. Aber das sind dann die Auto-Orto-Overlays, die Auto-Orto-Satellitendaten. Hier ein Beispiel von Sylt in Norddeutschland. Wir haben auch eben jetzt weltweit Auto oder weltweit Ortos, also Satellitenbilder auf der ganzen Welt. Viel Negatives über die Performance kann ich nicht sagen. Ich habe keine Ruckler mit Auto-Ortos. Ich habe diese Ortos und mein X-Plane auch auf einer sehr schnellen Festplatte und eine gute Bandbreite. Wie gesagt, die ist wichtig. Auch die CPU ist sehr performant bei mir. Also man muss da wahrscheinlich schon ein bisschen eine gute Hardware haben. Was sicher wichtig ist, ist diese Festplattengeschichte, weil X-Plane lädt die auch nachträglich während dem Flug, diese Ortos, und wenn die auf einer mechanischen Platte sind, diese Auto-Ortos, dann wird das natürlich wahrscheinlich ruckeln. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist der Virenschutz, und zwar würde ich das Auto-Orto hier aus den Einstellungen nehmen. Ich verwende den Windows Defender und es gibt hier unter Viren- und Bedrohungsschutzeinstellungen den Punkt Ausschlüsse. Hier könnt ihr die Ausschlüsse hinzufügen und ich würde einerseits die Datei Auto-Orto-WinExe ausschließen plus den Prozess selbst, also einmal die Datei auswählen als Ausschluss für den ganzen Pfad und einmal den Prozess, damit Auto bzw. der Defender hier zum Beispiel nicht stört. Nichtsdestotrotz erkennt der Defender bei mir den Auto-Orto als Bedrohung und zwar hat er das immer wieder. Obwohl ich es ausgeschlossen habe, hier steht auch, dass es irgendein Trojaner Wackatack ist, der da schlimme Sachen verursacht. Ich habe in den Foren gelesen, es ist so, dass auto-orto-win.exe keine Bedrohung ist für euer Windows. Und ihr müsst das einfach zulassen. Also immer aufpassen, weil bei mir hat dieser Microsoft Defender diese Exe-Datei bereits mal in die Quarantäne gestellt. Es ist halt leider so, dass dieses Windows oder dieser Windows Defender gewisse Open-Source-Sachen nicht erkennt oder nicht erkennen kann. Dafür ist es beschrieben. Es gibt auch
ein Forum-Beitrag und ein FAQ-Eintrag beiden Herstellern, dass das ein false positiv ist und dass deshalb keine Bedrohung ist. Ich habe mal sicherheitshalber mal einen Sniffer angehängt, ein Paketsniffer, und bis jetzt ist mir auch nichts Auffälliges passiert. Auto Ortho lädt in den entsprechenden Ordner die Sachen herunter. Mehr macht es nicht. Also auch hier kann ich ja zu 99,99% sagen, dass es ein False Positiv ist und ihr das erlauben dürft. So, das war's schon mit dem Tutorial. Es ist eigentlich keine Hexerei, das Auto Ortho. Und ja, wünsche euch viel Spaß mit Auto Ortho und weiterhin guten Flug. Ciao zusammen. Das war's mit Auto Ortho. Ich hoffe, das war's, Lars. Ja. Das war's mit den Auto Orthos. Ich hoffe, es hat gepasst und ihr konntet